The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Universal Championship. Main Event Zeit für WrestleMania 34. Willkommen Leute zur letzten Situation zu WrestleMania 34. Wie muss man den WrestleMania schließen? Die Antwort wisst ihr alle. Mit Roman Reigns. Ja. Toll, oder? Egal. Roman Reigns. Ja, ist wieder Main Event, wird wahrscheinlich. Wird sicher der Main Event. Das war wie Spawn, auch der Main Event. Wundert mich nicht. Aber gut. Roman Reigns hat eine Elimination Chamber. Hat ein Elimination Chamber Match gewonnen. Bei Elimination Chamber, ja, klar. Und er hat jetzt das Recht hier, Brock Lesnar, um die Universal Championship herauszufordern. Und das wird jetzt auch gemacht. Der Aufbau war nicht so schlecht für dieses Match. Wer das Match war bei WrestleMania 31. Heute kommt die Wiederholung davon. Und ja. Wird chaotisch, ich glaube. Wird ein paar Super Punch, ein paar Suplex Cities werden wir erleben. Und irgendwann werden wir dann den entscheidenden Spear sehen. Wie wir das ja wissen. Wie wir das von Roman kennen. Und wie wir das ja auch von den letzten WrestleMania wissen. Steht wer oben? Natürlich Brock Lesnar. Achso, nee. Nee, natürlich Roman Reigns holt sich dann die Universal Championship. Das ist doch klar, ist doch klar. Macht euch keine Hoffnungen, es wird passieren. Aber die meisten sind ja auch froh, weil Brock Lesnar nie anwesend ist. Und da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Der Champion muss auch öfters mal da sein. Und so geht das nicht weiter hier. Und deshalb freue ich mich dieses Mal auf den Titelwechsel, Leute. Schreibt mir gerne, wie es euch geht. Dass so ein Main Event ist, wissen wir alle, dass es nicht für jeden gut ist oder jeder, der es gut findet. Und dass so ein Main Event gewinnt, stimmen aber vielleicht die meisten zu. Aber es gibt natürlich auch Brock Lesnar Fans. Da kann ich nichts dagegen sagen, ey. Das ist halt eben so. Natürlich auch Leute, die sagen, nö, Lesnar soll gewinnen. Ja. Und die Frage ist, wird es passieren? Wer verlässt New Orleans im Big Easy mit dem Universal Championship? In Wirklichkeit, Roman Reigns, in unserer Simulation, Fragezeichen, das werden wir jetzt herausfinden. Dafür sind wir auch hier. Und hier ist er, begleitet von dem Advocate, Paul Heyman. The reigning, defending, undisputed Universal Champion, Brock Lesnar. Übrigens checkt letzte Animation und dann wieder das Pre-Match. The Big Dog. Introducing the champion from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds. He is the WWE Universal Champion, Brock Lesnar. And here is there, the reigning, defending, undisputed Universal Champion, Brock Lesnar. Gibt der Titel jetzt hier ab? Muss ihn aufs Spiel setzen, nehme ich jetzt. Lesnar. Bezahlt mal. Leute, beim Rumble gab es keine Titelverteidigung mehr. Hier, Big Easy, Main Event Time, Universal Title. Wait, Lesnar. For the Universal Title. Gib mal da, oh, wait. Wir haben keine Zeit. Ja, Close that. Und Klauslein. Womit ich nicht vergessen, was Brock Lesnar gemacht hat. Klauslein.
Lesnar jetzt. Close line. Wait. Bringt den Fight der Brock Lesnar direkt hier. Headbutt. Brock Lesnar hat Schwierigkeiten hier. Lesnar mit dem Boot. Bringt den Boot, geht für den Back Suplex. Wait, kontert. Wait, will diesen Titel hier. Geht, holt heute diesen Titel nicht raus. Big Hinochi Driver hier. Oh, wow, er lebt den schon, der Lesnar. Au! Oh, Cover, die Kraft 1. Lesnar kommt raus. Oh, Heyman. Heyman, legt hier das. Und darauf muss man jetzt aufpassen. Also. Oh, guck der Razor hier. Yes, way, super way. Close line. Was geht hier? Lesnar down. Superman Punch. Was? Eins, zwei. Ach, Lesnar kommt raus. Also kommt raus. Wait. Bitte das Lesnar umdreht. Spear! Was? Spear! Halt! Hey, man! Hey, man! Was soll denn das von Heyman? Der Spear! Wer hat auch noch den Universal Champion gehabt? Oh, Double Axe Handle hier. Oh, aber Heyman guckt auch ein bisschen komisch. Was ist los, Heyman? Es ist der Reigning, Defending, Universal Champion hier, Schwierigkeit. Oh, dein Lesnar hier! Spiel nicht mit der Bitte Close Line! Close Line! Oh! Dann Close Line wieder hier! There's nothing like when Brock Lesnar walks to the ring. The WWE Universe, the WWE Locker Room. Elbow drop! On Reigns. Let's wait. Come on. Holy, das, was die Leute wollen hier. Oh, he's on Dream Street. Geht er für die Punches wieder hier? Und ich muss sagen, ey. Was ist hier los, ey? Oh, oh, wait, mach die Hand bereit! Wait, mach die Hand bereit, es soll wieder passieren! Lass das, steh dich auf! Superman Punch! Eins, zwei, Lass da kriegt Kopf raus! Alter, was? Oh, was mit dem Punch hier? Oh, wait. Kontert. Der Punch. Der Uppercut. Wait. Mit dem Elbow scheiße dir, Lesnar. Roman Reigns is out to prove everyone else in WWE is a failure. Look out! What's he doing? He's got him on his heels and shows no signs of letting up. Superman Punch! Wow, I gotta say that I'm in shock. I really thought Lesnar would look better here tonight. That was both a quick and powerful strike, guys.
There's the apron drop kick. That'll do it. Wow, I gotta say that I'm in shock. I really thought Lesnar would look better here tonight. Brock Lesnar's just getting overwhelmed. Incoming. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. Some are saying this is the night the title changes hands, though I'm not so sure I'm ready to say that. The great ones always explode when they have the chance. Now it's Roman Reigns on his heels. You can bet he's not going to let this golden opportunity slip so easily. Yeah, he's taking on some offense here, but that's... He's not going to go quietly. No superstar worth his salt ever does. Oh, no, we've got a problem here, guys. No kidding. Who knows what will happen next? He is a one-man gang in there. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. Shoulders down. Championship on the line. Dug down deep and gets the shoulder up. There is no quit in this man tonight. Oh, the reversal by Brock Lesnar. Spins right into the double leg takedown. What a move. Great officiating as the ref noticed he was on the ropes. No, he reverses it. Watch out. Roman Reigns is on the attack now. When this guy's on, look out. This is the title match we've all been waiting for, guys, and so far it's delivered the goods. His feet. Now that's a takedown. Now back to the ring. Two, 3. If this superstar can just land the finisher here, this match is all but over. And he's heading back in. Roman Reigns smashes that one. Wow, I gotta say that I'm in shock. I really thought Lesnar would look better here tonight. If at first you don't succeed, Reigns has identified the target. Stand by. Guys, when you have as trained an eye as I do, you get to a point where you can see that it might be cliche, but it's true here. It ain't over till it's over. He clearly did his homework heading into tonight. Can he end it quickly? Looking for a little breather here, maybe. Slowing things down. I like it. Good game plan. And one more time. It could be over here. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. What a shot! That was the perfect strike. That's what you call getting drilled. Oh boy, he is rolling. He might. Superman punch! This one is over. He's not getting up. You can't like his chances right now. Spear! Wow, I'm just as surprised as you guys are. By now, you'd think that would have been better scouted. He may get the 3 count right there. This is unbelievable. The championship changes hands.
The shoulders are down for three, and this one's in the books. I think he just put the entire WWE roster on notice with that victory. We may be in New Orleans tonight, but I assure you there was nothing easy about that win right there. So, jetzt ist natürlich herzlich wieder ausgegangen. Wait, Universal Champion, ich hoffe, ihr habt das Match genossen. Ich glaube, ihr habt meine Stimme wieder ein bisschen gehört. Aber jetzt muss ich nochmal die Zeit hier, um ein bisschen zu reden. Und zwar wollte ich mich bei euch bedanken. Fürs Zuschauen natürlich. Und wünsche euch eine sehr schöne WrestleMania. Hoffe, meine Situationen haben euch ein bisschen auf diese Mania gehypt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dieses Video hier einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt gerne eure Tipps in jedes einzelne Video nochmal in die Kommentare schreiben. Und ein Abo könnt ihr auch gerne hinterlassen und den Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, das wird jetzt von mir. Heute WrestleMania. Genieß es. Und das habe ich raus. Haut rein und...